Herzlich willkommen zum zweiten Teil zum Thema Optionen mit Freestocks mit mir, Andreas Bernstein, und dem lieben Stefan Fröhlich. Im ersten Teil haben wir in dieser Woche ja erörtert, worum es geht mit Optionen, was die Vorteile sind, die auch bei Freestocks zu handeln. Und heute gehen wir mal konkret rein in ein paar Beispiele, die auch aus der Community zu uns zugespielt wurden, nach dem Intro. Hallo Stefan. Ja, hallo, lieber Andreas. Freue mich, dass ich heute wieder zum zweiten Mal dabei sein kann. Ja, da sind wir wieder. Das Montag hatten macht wir schon, süchtig. Die ja, Reihe Montag macht hatten wir schon wahrscheinlich den süchtig. guten Teil Und 1, ne? wir wollten auch gar nicht so viel in Gänze in ein Format packen. Deswegen macht es ja auch Sinn, dass wir uns dann nochmal verabredet haben und auch vielleicht nochmal ganz kurz auf die Vorteile eingehen, die es mit Free Stocks und dem Optionenhandel auf sich hat. Den Link pushe ich gleich mal hier in den Chat hinein und den gibt es natürlich auch unter dem Video. Und damit würde ich sagen, der Monitor gehört erstmal dir. Ich melde mich mit Fachfragen immer gerne. Alles klar. Ich gehe heute mal, also vielleicht noch mal für alle diejenigen, die das letzten Montag noch nicht mitbekommen haben, ganz, ganz kurz. Ja. Freestocks, um das geht es. Das ist jetzt das Produkt sozusagen. Was kann man damit machen? Man kann damit reine US-Aktien handeln, also nichts anderes außer US-Aktien. Sind sogar 8.000 Stück. Man kann sie kommissionsfrei handeln und man hat eine Ausführungsgarantie in Form der sogenannten NBBO-Regel. Das heißt also, wir schauen für jede Order, wo ist der günstigste Börsenplatz, wo ist der günstigste Preis für die Order, an welchem Börsenplatz. Und da wird sie dann auch ausgeführt. Das wird auch kontrolliert von der amerikanischen Aufsicht SEC. Das ist so das Grundprodukt, ja, also reiner Aktienhandel. Und jetzt eben relativ neu, seit ein paar Wochen haben wir da noch draufgepackt, den Optionshandel. Im Moment ist es noch so, dass man nicht alle Werte mit Optionen handeln kann. Und damit man dann weiß, mit wem man es zu tun hat oder ob das eben funktioniert, gibt es aber eine ganz schöne Funktion hier auf der Webseite. Da geht man hier oben einfach auf Kunden und dann kann man hier Suche nach Aktien- und Tickersymbolen aufrufen. Und dann sieht man hier die ganzen Aktien, die es gibt. So, da kommen sie auch schon rein und dann sehen wir hier eben für diese 1-800-Flowers.com Company das Symbol FLWS, die US-ISIN-Nummer. Das Short-Selling ist möglich von dieser Aktie, aber das Optionsgeschäft wäre jetzt hier nicht möglich. Ja, jetzt gucken wir mal hier. Nein, ja, super. Hier gibt es mal ein FY, ne? Die kann ich sowohl shorten als auch Optionen handeln. Ja, also man kann natürlich auch dann mal gucken hier. Ist, glaube ich, der Liebling gerade der Nation, Apple. Ja, das kann ich auch short-sellen, kann da auch Optionen handeln. Also so kann man das auch gucken. So kann man auch gucken, wenn man bestimmte Aktien sucht, ob die im Freestocks-Angebot mit dabei sind. Und ja, es sind also, wie gesagt, einiges an Werten vorhanden. Und insofern kann man da doch eine ganze Menge hier handeln. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich das rausfinde. Ah ja, okay. Also es sind 6.000, um ganz genau zu sein, 6.043 Einträge. Somit wissen wir, wenn wir jetzt die Gesamtübersicht haben, dass es sich um 6.043 Aktien handelt, die ich über Freestocks handeln kann. Also es ist ja auch schon eine Menge. Es sind auf jeden Fall die Aktien in den großen Indizes. Und das sehen wir dann, wenn wir hier jetzt in die Plattform rüber switchen. Und da sind wir. Ist ganz normal browserbasiert, ist eigentlich nichts Besonderes dran. Wenig Schnick und Schnack, einfach hier eine Kursliste. Und hier sehen wir jetzt schon bei den Kurslisten auch, wenn wir da nochmal reinschauen, da gibt es eben Dow 30, Nasdaq 100. Ja, also da gibt es dann schon auch die großen Indizes hier: Dow Jones, Nasdaq Composite, Russell 1, 2 und 3000. Ups, jetzt geht er hier weg. Micro Cap, Mid Cap. S&P 100, S&P 500. Also die großen Indizes sind auf jeden Fall abgebildet und da kann man die Aktien, die eben da drin sind, die kann man auch handeln und dann gibt es eben noch so das ein oder andere drumherum. Was man sicherlich nicht handeln kann über Freestocks sind Penny Stocks. Das ja, ist aber auch die Frage, ob man das unbedingt braucht. Also insofern ist das mal das Angebot. So, ich habe jetzt hier mal Meta offen. Jetzt hatte ich gerade noch mal mit dem Andreas gesprochen, der sagte, gucken wir uns nochmal Apple an hier. Müssen wir mal rüber switchen. Genau, da ist er. So, Apple ist natürlich klassisch im Aufwärtstrend. Ich mache das mal ganz gerne, dass ich in die Charts hier drei gleitende Durchschnitte reinpacke: den 50er, 100er und 200er. Und da sieht man eben, die sind
Genau in der richtigen Reihenfolge, ne? Erst der 50er, dann der 100er, der 200er kommt jetzt hier so hinterher und ein schöner gerader Aufwärtstrend. Haben jetzt ein bisschen konsolidiert. Ich denke mal, das liegt daran, weil wir ja Anfang der Woche das Geheimnis gelüftet haben mit der VR-Brille, die da rauskommen soll. Und ich denke, das war im Vorfeld auch nochmal so ein bisschen eine Fantasie, um den Kurs hier steigen zu lassen. Jetzt wissen wir, worum es geht, und man muss das erstmal sacken lassen, ob eben so ein Produkt sich auch durchsetzen kann, ob das wirklich das große Big Thing ist, was dann Apple mal wieder rausbringt. Der Preis ist ja auch nicht ohne. Also da gibt es schon auch noch so ein bisschen runzelnde Stirn sozusagen, ob das funktionieren kann. Deswegen also jetzt im Moment so ein bisschen Konsolidierung. Nichtsdestotrotz, der Aufwärtstrend ist intakt. Und wenn man hier nochmal raufspringen möchte, er ist natürlich schon sehr weit gegangen, der Trend, dann würde ich in diese Korrektur jetzt auf jeden Fall reingehen. Und einen Stopp würde ich auch immer setzen, das ist auch wichtig. Wir haben hier einmal einen schönen Einheitspunkt, dieses Gap hier. Da können wir mal gucken, wo eigentlich das Tief hier liegt. Da holen wir uns mal hier so ein Crosshair. So, das Tief liegt hier bei 173,11, 177,70. Ja, das wäre eigentlich schon mal ein ganz gutes Stopp. Ich sag mal so mit 4 Dollar ungefähr liegst du ja nicht verkehrt. Und dieses Gap ist halt auch nochmal so ein Bremsklotz. Ja, und du hast, das ist das Tief dieser gesamten Formation hier. Also ist irgendwo ein natürlicher Stop-Level. Ne? Man muss aber mal ein bisschen aufpassen, wo setze ich eigentlich einen Stopp? Und das kann man hier ganz gut machen im Chart dann, dass man so ein bisschen außerhalb der normalen Schwankungsbreite, die sich jetzt gezeigt hat, das Ganze vielleicht macht. So, das wäre mal so die Kurzversion, Kurzanalyse von Apple. Ich versuche mal zu schauen, ob wir im Optionsbereich was finden können dazu. Ich sage aber auch gleich, weil ich habe es im Vorfeld jetzt auch gesehen, als ich mich vorbereitet habe, um mal so Beispiele zu finden. Es ist im Moment verdammt schwierig, als Stillhalter an den Märkten zu agieren, weil die Volatilität sehr, sehr, sehr gering ist. Ja, wer sich also schon mal mit dem Optionsgeschäft beschäftigt hat, vielleicht das auch noch mal als Erklärung, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind von der Theorie her. Es gibt ja die sogenannte Black-Scholes-Formel. Die beiden haben ja dafür einen Nobelpreis bekommen, die den theoretischen Wert einer Option berechnet. Und abhängig von der Preisberechnung oder von diesem Wert, das ist abhängig von vier Faktoren. Einmal natürlich dem Preis, dass der Aktie, die Option zugrunde liegt, also dem sogenannten Basiswert. Dann der Zeitwert, das ist der Wert, der bis zur Fälligkeit auf die Option praktisch aufgeschlagen wird. Dann haben wir die Volatilität. Da gilt, je höher die Volatilität, umso höher der Preis einer Option. Je niedriger die Volatilität, umso niedriger der Preis einer Option. Beim Zeitwert ist es so, je länger die Laufzeit ist, umso höher der Zeitwert. Je kürzer die Laufzeit ist, umso niedriger der Zeitwert. Da muss man aber wissen, dass der Zeitwert sich proportional oder nee, exponentiell, so exponentiell verringert, je näher er dem Fälligkeitstag kommt. Kann man damit erklären? Wenn wir jetzt noch, hier sehen wir jetzt bis 23. Juni wären jetzt diese Optionen hier, da wären die fällig. Das sind noch 15 Handelstage. Das heißt, normalerweise müsste man ja davon ausgehen, dass der Zeitwert jetzt ein Fünfzehntel abnimmt, wenn wir auf den 14. Tag gehen. Also ganz normal erstmal linear nach hinten geht. Aber wenn wir jetzt nur noch 8 Tage haben, wie beim 16. Juni, dann ist es schon bereits ein Achtel, die eine Nacht sozusagen kostet, an Zeitwert. Ja, also da sieht man, das wird immer mehr, bis es dann ein Viertel, ein Drittel, ein Halb sogar, und dann ist der ganze Zeitwert weg. Also so kann man das erklären, warum der Zeitwert so stark fällt, wenn die Restlaufzeit halt sehr niedrig wird. So, und dann haben wir noch das Letzte ist dann der Zinssatz, und zwar der risikofreie Zins, der beeinflusst auch noch den Optionspreis, allerdings ja jetzt in einem Maße, wo man jetzt nicht wirklich, was jetzt wirklich relevant ist, um jetzt hier zu gucken, kann ich hier was machen als Stillhalter oder auch als Käufer einer Option. Das hängt nur mit der Opportunität zusammen. Dann macht es irgendwie Sinn, in Zinspapiere zu gehen oder eben die Option zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist der Aber Zusammenhang, warum das so ist.
Wenn ich da vielleicht mal ganz kurz reingrätschen darf, die Zinsen steigen ja in den USA. Macht Ja. da immer mehr Sinn draufzuschauen oder ist es allgemein gar nicht so zielführend? Ja, im Moment ist es ja, also wenn ich jetzt auch von den Optionen ausgehe, dann werden eher die Optionspreise wieder teurer, ne? Dadurch, dass die Opportunität größer oder höher wird. Ja, du musst dir ja dann wirklich überlegen, macht das nicht Sinn, jetzt für die Restlaufzeit von 15 Tagen mal auf 3, 3,5, 3,7%, wo wir da jetzt auch immer stehen, dein Geld hinzulegen? Oder gehst du ins Risiko und sagst, nee, ich handle jetzt hier die Option? Ja, das ist ja die Frage, die sich der Optionshändler stellt. Und je höher natürlich die Zinsen sind, umso attraktiver wird die Zinsanlage und umso unattraktiver wird die Option. Also da musst du dann halt dann auch wirklich gucken, da geht man ins Risiko. Das ist halt die große Preisfrage. Aber ansonsten ist natürlich die Zinsentwicklung immer wichtig, wenn ich auf Aktien gucke. Steigende Zinsen sind immer schlecht für Aktien. Und das haben wir ja auch im letzten Jahr schon gesehen, wo wir in diese Zinssteigerungsphase eingetreten sind. Und das war ja dann eher schlecht für die Aktien. Jetzt im Moment ist der Einfluss wieder ein bisschen geringer geworden, weil die Notenbanken jetzt mal gesagt haben, wir legen mal eine Pause ein. Also insofern, ja, auf den Zins musst du eigentlich immer achten. Das ist schon eine wichtige Komponente. Okay, wenn man jetzt davon ausgeht, ganz konkret bei Apple, die ist ja ein bisschen gerutscht in den letzten Tagen von dem neuen Allzeithochzug, die korrigiert bis, sagen wir mal, 150. Was kann man denn da rausholen mit so einer Optionsstrategie? Also man kann jetzt gucken, wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, bis 23. Juni mal in die Fälligkeiten reingehen, das sind jetzt 15 Handelstage, 2 Wochen roundabout. Und wenn wir jetzt mal schauen hier, bis 150 geht es runter. Also, ja, du siehst hier, das ist nicht viel, ne? Aber hier 7, 9 Cent. Also man könnte jetzt überlegen, ob man so mal shortet, ja, mit der Basis eben 150, dass du sie zu dem Preis dann einsammeln könntest, wenn sie drunter geht. Vielleicht kann man auch die 160er Basis nehmen, aber es lohnt sich nicht, ne? Die 18 Cent, das würde ich jetzt auf keinen Fall machen, weil das ist viel zu wenig Prämie, die du hier einnimmst. Selbst wenn du eben kommissionsfrei handeln kannst, wie bei uns, ist es jetzt ein bisschen dünne. Also insofern, nee, da ist jetzt hier an der Stelle nicht viel zu machen. Was man jetzt vielleicht machen könnte, also wenn doch, vielleicht können wir noch eine andere Sache überlegen. Nehmen wir also mal an, unser Ziel wäre jetzt wirklich so die 150. Ja, dann warte ich im Prinzip das jetzt mal ab, dass die in die Nähe vielleicht kommt. Ja, sagen wir mal bei 152. Und dann würde ich gucken, dass ich die zu 152 einsammle oder 153 irgendwie so, ja, dass ich die jetzt hier kaufe, 100 Stück über Free Stocks. Und dann würde ich gucken, dass ich dann in Erwartung eines weiteren Anstiegs, und da wird es jetzt hier schon interessant, da kannst du dann, gut, die Preise werden natürlich dann andere sein, wenn sie bei 150 steht. Ja, also da müssen wir mal gucken, wo sind wir jetzt bei 177? Also 100, machen wir mal das Pendant dazu, dass wir so 10 Dollar ungefähr gewinnen wollen, dann wären wir bei 187,50. Nee, lohnt sich auch nicht so wirklich. 180 wären 3 Dollar. Da würde ich hier immerhin noch 220 Dollar kassieren. Ne? Dann kannst du also sagen, okay, ich kaufe die hier für 177 Dollar im Moment ein. Ja? Pendant dazu wäre 150, 151, 152. Und verkauft die dann hier vielleicht zu 180 oder 182,50. Ja, sind dann 220 oder 125 Dollar, die ich an Prämie einnehmen kann. Bist du nach unten natürlich jetzt nicht so super gut abgesichert. Man könnte dann sagen, okay, diese 2,20 sammle ich dann ein als Prämie und diese 2,20 setze ich dann aber ein, um meinen Stopp zu setzen, dass ich nach unten hin noch abgesichert bin. Dann hast du praktisch den Stopp verdient. So könnte man es auch machen. Aber es ist wirklich, man sieht, es ist wahnsinnig schwierig, was Gutes zu finden. Oder du musst jetzt in der Laufzeit exorbitant nach vorne gehen. Ne? Du müsstest jetzt weiter in die Zukunft gehen. Das erhöht natürlich auch wieder das Risiko, dass du dann auch auf jeden Fall ausgeführt wird. Im Idealfall wollen wir ja die Optionsprämie verdienen. Also ja, es ist echt schwierig im Moment, wie man Ja, und das sieht. ist schon Aber eine der Aktien, die mit viel Volumen begleitet wird. Das ist übrigens auch bei Nvidia der Fall. Die hat ja noch stärkere Volatilität gezeigt. Lohnt sich da ein Blick drauf? ja, ich guck mal. Ich habe ja gesagt, wir können ja mal live reinschauen, ob wir
Was finden? Nvidia, da ist sie doch. NVDA. So, na, das war hier der große Hype, ne, wo die. Wo die, jetzt mach mal dieses Crosshair jetzt wieder aus hier, damit das nicht überdeckt. So, da hier dieses Gap, ne, das war nochmal so, das da ist alles explodiert, alles, was irgendwie KI-Fantasie hat, ist dann nochmal richtig gepusht worden. Und da, das ist genau das, was dann tatsächlich die Preise richtig nach oben treibt, weil das dann doch schon mal so ein Überraschungsmoment ist. Und da werden dann die Optionshändler natürlich auch nervös und insbesondere die, die dann die Optionen verkaufen wollen, die sagen, ja, ich brauche einen höheren Preis, damit ich diese Überraschungen abfedern kann. Und das ist auch der Grund, warum dann durch höhere Volatilität die Preise auch steigen. Ja, man könnte sich ja fragen, warum ist das eigentlich so? Ja, weil das Risiko für den Stillhalter einfach größer wird und der sich dieses Risiko bezahlen lässt. Ja, so kann man das praktisch erklären. So, gucken wir mal in unsere Option Chain, ob wir da irgendwas finden. NVDA, oh, das sollten wir so nicht machen. NVDA. Ah, hatte ich getippt. So, jetzt. So, das ist ja alles immer noch Single, ne? Das sind ja alles immer die Grundfunktionalitäten, die Grundpositionen, die man hier hat. So, wir sind bei 3,75. Ach ja, guck, das sieht doch schon mal ganz anders aus. Ne, da haben wir doch tatsächlich jetzt aufgrund der höheren Volatilität mal Preise, die auch im zweistelligen Bereich liegen. Ich bin hier immer noch beim 23. Juni, 15 Handelstage, 3,76. Oh ja, guck mal, wenn du jetzt hier sagst, du kaufst sie jetzt zu 3,76, verkaufst den Call mit einer Basis von 3,85, kriegst du immer eine $850 Prämie noch oben drauf. Das ist doch richtig cool. Und dann kannst du sagen, und $5 davon, da setze ich einen Stopp auf 3,71 und dann ist das eigentlich eine ziemlich coole Strategie. Weil das Schlimmste, was mir ja passieren kann, ist erstens, ich werde ausgestoppt bei 3,71. Dann habe ich nur $3,50 pro Aktie verdient, aber es ist immer noch, obwohl ich ausgestoppt wurde, ein Gewinn. Oder die steigt tatsächlich innerhalb dieser 15 Tage oder auch zum Schluss, zur Fälligkeit auf $385 Dollar oder höher, dann müsste ich diese Aktien praktisch dem Käufer des Calls andienen und wäre die los, aber habe dann immerhin $10 pro Aktie verdient und noch die $8,50 Prämie. Also das ist jetzt auch ein Szenario, wo man jetzt nicht unbedingt Nein sagt. Ja. Da haben wir doch gleich live was Gutes Also gefunden. Und richtig viel, gut, ja. Es ist wirklich ja. richtig gut. Ich habe es mir aufgeschrieben, aber vielen Dank dafür. Ja, gerne, gerne, gerne. Aber das war Und jetzt ich. wirklich so ein kleiner Live-Glückstreffer. Das war jetzt nicht schlecht. Aber genau auf sowas musst du halt gucken, ne? Wenn du jetzt zu kleine Optionspreise hast, dann macht das ja nicht wirklich Spaß. Vielleicht noch eine Sache, das wollte ich auch noch mal zeigen, damit wir noch mal so ein bisschen was ganz sophisticated haben heute. Ja, da wollte ich auch was reinwerfen, aber wenn du was hast, dann mach du erst. Ja, ich habe was. Und zwar, das dauert hier mal einen Moment. So, ich wollte mal ganz kurz auf eine Strategie eingehen, die da heißt Straddle. Und das sind ja so, du hast ja die Möglichkeiten über Kombinationen jetzt dieser vier Grundpositionen, so also kleinere Optionsstrategien zu fahren. Und da gibt es halt ziemlich coole Sachen. Und da haben wir hier, habe ich mal Wikipedia befragt, was ist denn eigentlich ein Strangle, weil ich gerne so eine Grafik hier haben wollte. Und man sieht jetzt hier so ein Gewinn- und Verlustprofil einer solchen Optionsstrategie. Das heißt, wir sind hier auf der Nulllinie und dann haben wir nach oben hin Profit. Ja, also wenn ich über der Nulllinie bin, dann bin ich mit der Option im Gewinn, bin ich unter der Nulllinie, dann bin ich im Verlust. Und es gibt zwei Positionen. Es gibt einmal den Long-Strangle und den Shorts. Nee, jetzt bin ich auf dem Strangle. Ich wollte den Straddle eigentlich. Warte, warte, warte. Straddle. Weil da ist noch ein kleiner Unterschied. Mal sehen. Ja, genau. Ja, siehst du, hier haben wir es doch. Wunderbar. Also gleich in Grün. Ich bin
mit der einen Option dann hier im Gewinn, und zwar, dass diese Dreieckspitze hier ist sozusagen der Basispreis. Und beim Straddle ist es so, dass du Call und Put gleichzeitig handelst zum gleichen Basispreis. Beim Long Straddle kaufst du Call und Put gleichzeitig zum gleichen Basispreis, was bedeutet, du machst den größten Verlust, wenn die Aktie am Fälligkeitstag von beiden Optionen direkt auf diesem Basispreis notiert. Weil dann hast du praktisch, sind beide verfallen, die sind beide bei Null, und dann hast du Optionsprämie gezahlt. Und das ist auch das Risiko, was du bei dieser Position hast. Das ist auf die eingesetzte Optionsprämie begrenzt. Man macht das dann, wenn man davon ausgeht, dass die Aktie von diesem Basispreis auf jeden Fall sich wegbewegen wird. Entweder nach oben oder nach unten. Und da bin ich mir halt nicht sicher, in welche Richtung es geht, und bin sozusagen bereit, eine Option wertlos verfallen zu lassen, also damit in den Verlust zu gehen, und hoffe dann durch den Gewinn der anderen Option das auszugleichen. Das ist der Long Straddle, und der Short Straddle ist genau dann umgekehrt, dass ich dann davon ausgehe, dass also ich habe auch wieder den Basispreis hier, verkaufe jetzt aber Call und Put gleichzeitig und hoffe, dass die in dieser Seitwärtsrange bleibt. Ja, das ist also praktisch das Szenario, was man. Dass sie sich jetzt nicht so stark bewegt, diese Aktie. Und weil ansonsten, wenn man praktisch vom Basispreis aus jetzt hier nach unten fällt, ne, die Aktie fällt also weiter, dann würde ja die Gesamtposition, also die eingenommene Optionsprämie, irgendwann erreicht sein. Und wenn ich dann über diesen Punkt des Fallens der Aktie hinausgehe, bin ich im Verlust. Umgekehrt steigt die Aktie, dann würde auch hier das ganze Ding weiterfallen, wenn der Break-Even ist immer die eingenommene Optionsprämie, ne? Also Basispreis plus minus eingenommene Optionsprämie. In diesem Bereich sollte sie eigentlich bleiben, und den höchsten Gewinn mache ich, wenn die Aktie genau auf dem Basispreis sich bewegt. So, aber das auch mal erklärt. Das ist ja Ja, manchmal ich eine bin dann. Punktlandung am Verfallstag, wo dann alle mitfiebern letzten Endes. Zwei Fragen habe Genau. ich aus der Community noch an dich. Gerne. Die eine ist, wenn man jetzt nochmal eine Stufe volatiler geht, also wir hatten Apple, wir hatten Nvidia, wenn wir die GameStop zum Beispiel nehmen, die hatte gestern Quartalszahlen gemeldet und nachbörslich minus 17%, macht es da überhaupt noch Sinn, Optionen zu handeln oder ist es dann so weit entfernt zwischen den einzelnen Stufen, dass sich da gar nicht die richtige Option findet? Also erstmal ein grundsätzliches Ding. Man sollte auch gucken, ob innerhalb der Laufzeit meiner Optionen Zahlen veröffentlicht werden. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, weil das kann nämlich dazu führen, dass es zu diesen Wahnsinnsverwerfungen kommt, dass es zu Gaps kommt, dass es zu Großbewegungen kommt, und das kann dazu führen, dass meine Optionsposition mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren fliegt. Gerade als Stillhalter kann das sehr unangenehm werden, weil als Stillhalter hat man ja theoretisch ein unbegrenztes Risiko, es sei denn, du coverst eben so einen Call mit der Aktie oder bist eben bereit, die Aktie zu einem ungünstigeren Preis als Putzstillhalter dann wirklich zu übernehmen. Ja, aber dann bist du eben im Verlust. Das ist dann auch klar. Also insofern sollte man schon gucken, ob das so ist. Jetzt, wo die Quartalzahlen vorbei sind, ist das wieder okay, sage ich mal, zu gucken und auch zu handeln bis zu den nächsten Zahlen. Es gibt da auch Strategien zu, da bin ich jetzt allerdings nicht so super spezialisiert drauf, die sogar auf Basis der Quartalszahlen und Veröffentlichungen da entsprechende Strategien haben, wie man Optionen handelt. Gleiches gilt für Dividenden, ne, für Dividendenzahlung. Also das muss man immer so ein bisschen auf dem Schirm haben, was da passiert. So, du sagtest GameStop. Mal sehen, ob ich die jetzt finde, die schnell. GameStop, GameStop, GameStop. Wir gucken mal. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das Kürzel ist, leider Gottes. Soll ich suchen? GameStop, hier ist es, GME, alles klar. Haben GME. wir. Siehst du, das ist immer cool, wenn wir so ein Suchtool haben da auf der Seite, ne? Ah, die ist leider nicht für einen Optionshandel zugelassen, noch nicht. Okay. Das wird aber kommen. Das ist, ja, wir sind da am Arbeiten. Weil im Moment ist es noch ein bisschen schwierig, weil es gibt so wahnsinnig viele Optionsserien in den USA.
Und da müssen wir noch einen Weg finden, wie wir das geschickt rausfiltern, dass praktisch die Optionen, die völlig illusorisch sind, die kein Mensch braucht, die kein Mensch handelt normalerweise, dass wir die rausnehmen, weil sonst hast du hier einen irren Wust in der Plattform an verschiedenen Optionen. Und wenn uns das gelungen ist, dann werden wir, und da, wie gesagt, sind wir auch dabei schon, wir arbeiten auch schon dran, dann würde im Prinzip für jede Aktie auch eine Option möglich sein. Ja, und es sind ja schon viele, du hattest eingangs gesagt, über 6.000 sind da gelistet. Und wir haben an der New York Stock Exchange ja nur 4.500 Aktien, die dort gelistet sind. Also das Universum ist noch größer als die Wall Street. Ja, es ist größer als die Wall Street, wobei der natürlich sagen muss, es ist trotzdem ein Bruchteil von dem, was möglich ist in den USA. Ich weiß gar nicht, wie viele Aktien es gibt, aber ich glaube, das geht eher so Richtung 100.000. Ja, Das verrückt. ist dann schon auch eine andere Dimension. Okay. Was ich nur noch ganz kurz zum Schluss jetzt zeigen wollte, ist, Ja. wenn du so ein Straddle jetzt, wenn du so eine Strategie handeln willst und du sagst jetzt, okay, ich würde jetzt mal so ein Short-Straddle ja einfach bei, oder ein Long-Straddle, machen wir mal bei Meta, ja, gehe ich mal hier so auf die 2,6250, das ist dann also mein Basispreis und dann sieht man hier schon, ich müsste $5,82 bezahlen und dann guck mal, kommt hier erstmal so einen schönen Chart, dass ich das nochmal sehen kann. Ah, wo stehen wir denn hier eigentlich? Und dann kommt hier die Order-Eingabe und die sagt mir schon, okay, ich kaufe einen Kontrakt mit der Fälligkeit, oh, morgen. Das sollten wir vielleicht unterlassen. Aber jetzt nur mal als Beispiel für die Order-Eingabe. Mit dem Strike 2,6250, den Call und kaufe gleichzeitig auch den Put mit der 2,6250er Strike. Dann müsste ich also 5,82 bezahlen. In dem Moment, wo ich auf Confirm and Send gehe, sagt er mir, alles klar, du musst jetzt $582 für diese Option bezahlen. Aber wer jetzt hier natürlich mit einem Tag Restlaufzeit macht, das überhaupt keinen Sinn. Der Zeitwertverfall ist viel zu hoch. Und ob die jetzt bis morgen dann wirklich um diese $6 steigt oder fällt, dann das müsste sie. Ne? Debit heißt, also ich muss zahlen. Credit heißt, ich bekomme. Aber das ist nochmal schön, dass der dir das hier so wunderbar sagt, was hier eigentlich passiert. Ne? Also, was ist das Ergebnis? Und du hast hier, das Tolle ist dann, ne? Kommission 0, Fee 0. Ja? Das ist das Herrliche daran. Ja, wunderbar. Und damit ist auch die andere Frage gleich mit beantwortet gewesen, auch wenn du es gar nicht beabsichtigt hattest, nämlich ob man die hervorragend. Charts von den Optionen auch sieht. Die hast du ja rechts im Fenster mit eingeblendet gehabt, wie die Ja, sich das war nicht historisch der, entwickelt haben. nee, das war nicht die Option, das war die Das Aktie Drittel. selber. Nur, dass du nochmal sehen kannst, wo Okay. befindet die sich, dass du eine bessere Auswahl hast jetzt Ah, okay. von den Strike Prices. Einen wirklichen Chart der Optionen gibt es da nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass das wirklich sinnvoll ist, auf die Optionen zu gucken. Ja, weil du kannst ja schon ungefähr ableiten, auch wenn du jetzt den Basispreis beobachtest, insbesondere wenn du dann den inneren Wert im Hinterkopf hast, ja, ausgehend vom Basiswert, dann weißt du ja ungefähr, wie die Option sich entwickeln wird. Ne? Aber es ist halt, was ich so schätze hier auch an dieser ganzen Sache und auch an der Plattform ist, dass die so einfach zu bedienen ist. Du guckst einfach nach dem Datum, du hast dann deine vier Grundpreise, du gehst einfach durch die verschiedenen Basispreise und selbst wenn du eine Strategie handeln willst, wählst du die einfach aus und das Order-Ticket ist dann schon entsprechend vorbereitet. Also man muss jetzt auch nicht so viel selber dabei nachdenken. Also schon natürlich beim Traden immer nachdenken, aber es wird dir ein bisschen was abgenommen, sagen wir mal so. Ja, super. Ja, und du hast uns jetzt auch ganz viel abgenommen, wenn man das selber recherchieren müsste. Das hätte ja Stunden gedauert. Wir haben das ein bisschen komprimiert und ich glaube, da können wir auch demnächst nochmal drauf eingehen, tiefer. Ja, gerne. Also hat mir Machen wieder wir. viel Spaß gemacht und Ja, ich Dankeschön. hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Ja, ich denke doch. Also ich bin optimistisch. In dem Sinne auch danke von mir an dich und bis bald, Stefan. Ciao.